Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin Kati und habe euch gefragt, was ihr in den nächsten Videos von mir sehen wollt. Und eure Antworten waren ganz eindeutig, dass ich etwas zu den Blumenzüchten sagen soll. Und somit hier die besten Infos zum Spiel. Viel Spaß! Blumenzüchten ist eines der schönsten Dinge in ganz Animal Crossing, die uns tagtäglich überraschen mit neuen Farben, Möglichkeiten vielleicht zum Craften und viele weitere Dinge, die einfach unfassbar toll sind in dem Spiel. Ich persönlich habe nie wirklich Blumen gezüchtet, weil es mir in New Leaf einfach zu gefährlich war, beklaut zu werden. Ich meine, wer kennt das nicht? Auch finde ich es ziemlich cool, dass Blumen nun ja etwas seltener in New Horizons sind. Denn genau wie Früchte sind manche Blumen nämlich bereits von Anfang an auf deiner Insel heimisch. Andere Blumenarten könnt ihr sowohl in Nooks Laden als auch auf den Inseln von anderen Spielern bekommen. Um eine etwas größere Auswahl zu finden, müsstest du jedoch eine Nook Mine Insel besuchen, falls du keine anderen Möglichkeiten hast. Nun kommen wir aber mal zum Punkt. Im Vergleich zu den Vorgängern von Animal Crossing können Blumen nicht mehr in New Horizons eingehen oder welken, was einfach unfassbar cool ist. Um sie zu kreuzen, müsst ihr sie jedoch trotzdem bewässern, damit irgendwie etwas passiert. Nutzt dafür aber nicht die Wackelgießkanne, da es einfach viel ineffizienter ist, mit ihr zu arbeiten und es dauert einfach ewig, bis ihr alles bewässert habt. Besser ist hier dann die normale Gießkanne, mit der ihr zwar etwas unkontrolliert, aber trotzdem mehrere Felder auf einmal gießen könnt. Das DIY-Rezept dafür kannst du am Automaten in Nooks Mine Shop kaufen. Gegossene Blumen werden dann anfangen zu glänzen. Wenn ihr Glück habt, springen aber auch ab und an eure Bewohner manchmal ein und gießen eure Blumen. Regnet es, werden eure Blumen zwar gegossen, wollt ihr sie hingegen kreuzen, solltet ihr das trotzdem manuell versuchen, da sonst am nächsten Tag einfach nichts passiert. Es gibt unterschiedliche Meinungen dazu, aber ich bin der Meinung, wenn es regnet, dann passiert nichts. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr irgendwie etwas in der Art wisst. Der beste Weg, Blumen zu kreuzen, besteht darin, deine Blumen in einem Schachbrettmuster zu pflanzen und jeden anderen Raum offen zu lassen, damit verschiedene Pflanzen bestäubt werden, genug Platz vorhanden ist und Hybridblumen wachsen können. Kommt bei der Kreuzung keine bunte Blume heraus, sondern eine vollkommen normale, so ist diese trotzdem super wichtig, zumindest für die Rosen, da man mit zwei selbst gekreuzten roten Rosen dann eine andere Farbe, die du dann nur dadurch bekommst, erzeugen kannst. In der Videobeschreibung findet ihr einen Link, bei dem alle möglichen Blumenarten und Farben aufgelistet sind, die gekreuzt werden können. Normalerweise ist es so, dass Rot und Weiß pinke Blumen erscheinen lassen, Rot und Gelb hingegen Orange und zweimal Rot eine dunkle Blume kreuzt. Auch kann eine gekreuzte Blume mit einer weiteren Blume gekreuzt werden, die dann wiederum eine weitere coole Farbe rausspuckt. Aber wie gesagt, Link dazu ist in der Videobeschreibung. Also auf jeden Fall ein super Hobby für jeden Gärtner. Das waren nun alle Infos zu den Blumen und der Blumenkreuzung in Animal Crossing New Horizons. Abonniert doch diesen Kanal, um keine Tipps zum Spiel zu verpassen. Und dann würde ich einfach sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao, wir sehen uns und bis zum nächsten Mal.